Bei Thorsten Renz, dem stellvertretenden Vorsitzenden der CDU-Fraktion im Landtag Mecklenburg-Vorpommern, klingelt das Telefon in diesen Tagen fast ununterbrochen. Beunruhigende Nachrichten kommen aus Berlin und Thüringen. Besorgt ist auch der CDU-Landtagsabgeordnete und Schweriner Stadtpräsident Sebastian Ehlers. Hintergrund: Nach dem Rücktritt des Landesvorsitzenden Vincent Kokert gibt auch die Bundesvorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer demnächst ihr Amt auf. Also da braucht man nicht drum herum reden. Es ist eine kritische Situation für uns und es ist wichtig, schnell Lösungen zu finden, damit wir auch wieder eine Orientierung haben und damit wir wissen, wie es weitergeht. Naja, die Stimmung in der Stadt-CDU war natürlich auch schon mal besser, weil wir das natürlich jetzt auch schwierige Tage für uns als CDU waren. Und deswegen ist es, glaube ich, ganz wichtig, dass man jetzt auch schnell zum Ergebnis kommt. Der Tabubruch oder gar Teufelspakt der Thüringer CDU-Fraktion mit der Höcke-AfD löste bei den Christdemokraten bundesweit eine heftige Debatte aus. Sind Kooperationen mit der AfD oder lieber doch mit der Linkspartei angesagt? Die Antwort aus Mecklenburg-Vorpommern ist hier ganz klar. Es zeigt sich bei den Debatten im Landtag, dass diese AfD im Landtag oder auch diese Linke im Landtag zurzeit nicht mal ansatzweise wir darüber nachdenken müssen, ob wir mit den Koalitionen oder Kooperationen eingehen. Wir haben hier eine klare Ausrichtung. Und die Landes-CDU hat ja zurzeit auch das Problem wie viele anderen, dass einerseits gesagt wird, ja, mit den Linken kann man sich zurzeit noch keine Zusammenarbeit auf der Landesebene vorstellen und man mit der AfD eigentlich auch nicht. Von daher wird das jetzt ein Denkprozess sein, der zusammen mit der Bundes-CDU zu besprechen ist. Ja, wir haben ja eine ganz klare Beschlusslage auch im Bund, dass es keinerlei Kooperation und Koalition, was auch immer mit der AfD gibt. Das steht für uns hier auch im Mecklenburg-Vorpommern überhaupt nicht auf der Tagesordnung. So, und mit den Linken gibt es auch eine Beschlusslage, aber zur Wahrheit gehört natürlich auch, dass wir gerade auf kommunaler Ebene mit den Linken auch seit vielen Jahren sehr ordentlich und auch sehr verlässlich zusammenarbeiten. Wie schwierig aber die Situation heute ist, zeigt ein Beispiel. Die Sitzverteilung im Schweriner Stadtparlament nach der Kommunalwahl 2019. Die CDU hat 8 Abgeordnete. Genauso viele Sitze gewann die SPD. Linke und AfD folgen jeweils mit 7 Sitzen. Zusammen mit der FDP ist die CDU zumindest die stärkste Fraktion. Von eigenen Mehrheiten weit entfernt sucht man also auf kommunaler Ebene Zweckbündnisse. Die Stimmen von rechts außen oder von links außen gehören dazu. Für alle Parteien eine Herausforderung. Ich glaube, und da bin ich fest von überzeugt, dass Deutschland eine starke Partei der Mitte benötigt, um den gesellschaftlichen Zusammenhalt zu organisieren. Und da ist die CDU für mich ganz klar die Nummer 1 und da müssen wir alle dran arbeiten, dass es so bleibt. Ich glaube, die Union war mal dann stark, wenn wir wirklich es geschafft haben, alle unsere Flügel zu integrieren, die Konservativen, die Liberalen, die Christlich-Sozialen. Ich glaube, darauf kommt es jetzt ganz stark an, dass sich alle wiederfinden, dass wir einen Spitzenkandidaten bekommen, einen Kanzlerkandidaten, der diese Ströme vereint. Kommentar: Die AfD hofft bundesweit Profit aus den parteipolitischen Querelen in der CDU zu schlagen. Die Christdemokraten werden sich in Zukunft nur mit klarer Kante und entschiedenem Auftreten gegenüber den Rechtspopulisten behaupten können.